Mahlzeit, Freunde, ihr sind mal wieder bei Squatch-Störs. Und ja, dieses Mal, wir uns fehlen ja noch die Helene und eigentlich was alles außer die Notizen von Helene und die hier, die netten Dosiere. Und das Erste, wir wollen erstmal nur die Dosiere für die Tiere sammeln und danach machen wir das andere, weil die Tiere will ja eigentlich meistens jeder haben. So, und ihr seht schon, 12,2. Hier ist nämlich die Wefer drinne auf 12,2468. Das ist das Wefer-Dosier. Für die nette hier, für Tank. Gut, dann haben wir das erste, dann geht's weiter zu 46 zu 18. Wir müssen auf der 46 bleiben. Nach oben geht's. Falsche Richtung. Einmal umdrehen, Liefer. Wir bleiben auf der 46,3 zu 18,8. Mal Karte mit rausnehmen. Ich sehe ihn natürlich nicht auf der Karte. Wahrscheinlich mal runter da hier irgendwo sein. Ach, sie kann man sehen. Und da ist es, nämlich der Deathworm. Ein Deathworm-Dosier. Mal zeigen, also. Hier bei den schönen netten Teilen. So, das nächste ist natürlich. Jetzt eine Karte nicht. Was nehmen wir den? Was nehmen wir den? Wir nehmen 79,6. Das müssen wir 79,6. Und 32. Ja, es ist ein bisschen fliegen, das will ich aber auch dieses. Oh, ein Titan. Was am Arsch der Welt. Jetzt hier runter, ja da. Nein. Wir müssen nämlich auf 32 da und auf 79, also noch ein bisschen. Ja, kannst mit dem Pfeil dann gucken, ob das so hinhaut. Ein wenig. Ja, ich habe versucht jetzt schon mal den Manticore zu machen, aber naja. Naja, sag mal naja. So gut verlief es nicht. Um ehrlich zu sein. Ich bin, wie gesagt, jetzt noch, also. Der Herr Bruno ist jetzt dabei, die Agitarbisse zu zähmen. 20 Tiere darf man mitnehmen, ihn zum Manticore hin. Dass man wirklich 20 Manticores da, 20 Agitarbisse mit reinnimmt. Auf einen, den man wahrscheinlich gleich reitet. Das wäre eigentlich schon ganz so schön.
eher nach Gewitter. Gewitter! Ah, sind wir gleich da. Oh, 79,6, 32,3. Haben wir den Rock Elementar Dosier. Eins mehr. Ja. Mal einen kurzen Kreuz machen. Jetzt zu 65, 32, 6. Ja. 65, 32, 6. Da hätte man das eigentlich gleich mitnehmen können, ne? Ja, das, ich habe mir die schon alle sortiert gehabt, aber wie es aussieht, nicht gut. ...32,6 haben wir. Und jetzt sind wir auf 65. Direkt drauf gelandet. Das Mottendosier. Das ist hier. Da. Ah ja. Ach du, und jetzt zu 92,12. Okay. Gewitter entgegen. Ein Wüstenjäger. Oh, die Wie vom Schlucht. Haben wir schon 37. Ich habe hier was angreift. Also ein Jrobbelsier. Jetzt eigentlich, ja. Müssen wir auf der 14 bleiben zu 84 wieder. Dann hätte auch das da unten alles machen können. Ach. Das ist ein bisschen. Nein.
Also seht ihr mal, dass wir hier mit der Suche durch die Gewitter fliegen können. Ah, hier gibt es noch die ganzen anderen Dosiere, die machen wir aber dann auch noch, bloß halt jetzt noch nicht, da wir ja erstmal die 14.6 hatten wir eben, ja. Und hier gibt es gleich zwei. Wie wir holen, haben wir 84. So. So, 84, 7. Wir müssen noch weiter. Da ist sie. Phönix. Das war der Phönix. Und jetzt ist die Fass auf das gleiche. Jetzt müssen wir bloß wieder zurück. Auf 81,2. 14,2. Problem ist hier bloß, ich mir zu viele Viecher will. Oh. Thorny Dragon Dosier. Soll ich das natürlich gerne wissen, wo das genau war? Ah, hier unten. Direkt an dem Pfeiler hier. Ja. Somit haben wir dieses auch. Okay, jetzt auf 85. Oh. Jetzt müssen wir jetzt auf 85, 52. Ich sehe wieder nichts auf der Karte. Altura erledigt. 85, 52, 1. Ja, sieht man hier nicht viel durch die Wüste. Aber naja. Alle angebrannt. Hier hinten war ich auch noch nicht so. Also gar nicht laut der Karte. Oh, das war ein bisschen zu weit. 85. Ein bisschen. Ups. Ups. 85 sind wir.
Ungefähr. Müssen gleich da sein. Ihr seht, bleibt doch mal stehen. Das ist hier in der Ecke. Und es ist Morillatops, du siehst. So, das hätten wir auch. Jetzt müssen wir. Ach du. Auf 59 zu 35. Oder wir nehmen am besten gleich die danach, nämlich die 67. Wir nehmen die 59. So. Müssen wir jetzt auf 35. Einmal wieder hier komplett durch. Man sieht, hätte man gleich als Rundflug machen können. Aber ihr wollt ja die Dosiere finden. Aha. Da sind die Morillatopses, die wir gerade gefunden haben. Ausgutscht Örs ist einer der kleinsten Maps jetzt, sag ich jetzt mal, und auch mit den wenigsten, naja, Artefakten her. Du hast hier nur drei Artefakte. Und eigentlich ist die Map eigentlich geil. Sagen wir mal so. Nicht groß, aber die hat was. Wenn das Vieh nicht mehr laufen nennen müsste. Okay. Oh. Kurz warten, bis das Kleine sich ausgeruht hat. Ich sehe hier wieder nichts auf dieser Karte. Ungefähr fest 35,1 muss man nicht da sein. Großer Hänger. Da ist er, der neue Explorer Node. Das ist nämlich der Juckbuck Dosier, den man nicht sehen kann. Mitten in der Wüste.
67, 67. Nimm die Ratten da oben. Ich schätze mal ja. Und hier ist er. Nehme ich Valture Dosier. Und somit das. Ich nehme hier raus. Und somit das letzte jetzt auf 18,2 zu 81. Das müsste ich, glaube ich, haben. Ein 84 so circa. Oh hier. Und genau hier ist es. Nämlich der Mantis Dosier. Somit, Leute, haben hier die ganzen Dosiere gesammelt jetzt. Und noch ein kleines bisschen dazu zu den Dosieren. Wenn ihr seht ja hier oben, wenn da drauf geht, könnt ihr alles lesen. Und was da oben links, neben dem Ohr jetzt, steht da, was es bevorzugt so ein bisschen, also was es ist. Es gibt Fleisch. Das ist also. Wo haben wir hier noch was Cooles? Hier, Bifern. Bifern, da steht jetzt zum Beispiel. Also Feuer, Blitz, Wasser. Es ist zähmbar, ja. Es ist reitbar, auch mit zwei Haken. Das gleiche ist mit dem Valture-Dosier. Da habt ihr zähmbar, ja. Was Fleisch bedeutet hat, weiß ich jetzt nicht genau, ob das jetzt mit Fleisch zu zähmen ist, mit verdorbenem Fleisch, aber reitbar ist es nicht aus dem Kreuz. Und was noch was ist, wenn ihr es gezähmt, schon mal gezähmt habt, kommt hier oben rechts in der Ecke ein Haken, was ihr noch nicht gezähmt habt, ist einfach ein runder Kreis. Sony Drängen hätte ich jetzt noch nicht, Element Rockmittel, Elemental habe ich auch jetzt noch nicht. Phoenix leider nicht, den hole ich mir hier jedenfalls, die gibt es ja auch nur hier. Und den Riss, das kommt noch. Also Leute, somit bis zum nächsten Mal, macht's gut.